Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu der Jack the Ripper Kampagne. Wir sind im letzten Part bei der Tötung gewesen von wem? Lady Overs. Und ja, die soll Augen und Ohren sein für den Jackie Boy. Und ja, wir haben ihren Mann. Darling, ich habe eine äußerst delikate Überraschung für dich. Nicht jetzt. Siehst du nicht, wie beschäftigt ich bin? Tja, war das da nicht Starek eigentlich? Sah fast wie ein Klon aus. Ich fürchtete den Tod durch die Hand des Rippers weit mehr als durch die ihre. Was ist mit diesen Männern passiert? Der Ripper kümmert sich um ihr leibliches Wohl. Mr. Weaversbrook gesellt sich bald zu ihnen. Hoffentlich hat Jesse noch nicht gefunden, Mr. Weaversbrook. Ah, das kann man nur hoffen. Oh Gott. Nur noch ihre Leiche ist hier. Und die kann man noch plündern. Felsenhart. Okay, mach ich doch. Und wenn es hier noch gerade eine Truhe hat, dann nehme ich die doch mit. Wäre ja schon blöd. Verlassene Truhe, Liebesgrüße von Kali. Oh. Das werden wir gerade checkpointen. Dreimal dürft ihr raten, warum. Wir sind erst gerade am Anfang der Folge und ich habe es nicht gelesen und möchte das gerne noch versuchen mit deiner fairen Chance. Ich kann es ja immer noch im Nachhinein machen, wenn ich es aber fair versucht habe. Jetzt bin ich voll nur reingerannt. Aber keine Sorge, dafür haben wir das Angstgas. Wie soll ich... Und dann nochmal. Wow, wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir sollten nochmal herstellen. Aber eher Verbrauchsgegenstände. Herstellen. Angstbomben auf jeden Fall. Angstbomben nochmal herstellen. Cool. Also. Passt doch. So, das war's. Ruhig bleiben und weitermachen. Eigentlich bin ich immer noch am selben Ort. Nur irgendwie kriege ich das so nicht gebacken. Aber ich möchte mich nicht entdecken lassen zur Hölle. Und das machen wir jetzt auf die harte Methode à la Stalling, Scheiße, wie man es in jedem Scheiß-Game halt mittlerweile hat. Angst vor Gespenstern.
Ach Gott, dort ist nicht offen. Und wie komme ich jetzt dort raus wieder? Wo? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Nicht wirklich. Ich habe euch wenigstens weggejagt von euren Standorten. Oh Gott. Jetzt geht unten gucken. Bitte. Dankeschön. Die kann man auch als Ablenkung benötigen, also benutzen. So. Wunderbar. Habt ihr dieses Manöver gesehen? Auf jeden Fall nice work. Jetzt dürfen die da unten mich natürlich auch nicht sehen. Das wäre jetzt noch so tierisch von Vorteil. Ich muss nur wissen, wie weit ich entkommen muss. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht gerade ein paar. Ach, dort oben sind die wieder, die Pfeifen, ne? Das ist jetzt mal ein heftiger Mist. Wunderbar. Wunderbar. Nein, ich bin entdeckt worden. Zur Hölle mit euch. Was soll ich jetzt machen? Soll ich es nochmal versuchen? Ach komm, Neustart. Ich hoffe, der Checkpoint war irgendwo hier. Nee. Es war zwar schon blöd, dort einfach so zu stehen, aber... Wer kann denn ahnen, dass der jetzt gerade so guckt? Klar. Auf einmal. Und vor allem so schnell. Da kommt man einmal raus, hat alles richtig gemacht. Und dann sowas. Ah, ist wohl so, weil ich pinkeln unbedingt muss und ich kann jetzt nicht weg. Na, nicht euer Ernst. Was soll das? Leute, ich glaube, wie ich hier hinkomme, mache ich offscreen. Ey, ihr habt heute nicht. Ihr habt nichts gesehen heute. Echt nicht. Ich wünschte, ich könnte einfach mal eine Cut-Spur setzen und dann wieder weitermachen. Wie jeder andere praktisch Let's Player auch. Meine Fresse. Wenn es jetzt nicht klappt,
Dann werde ich es im nächsten Part machen, aber dann werde ich schon draußen sein. Das könnt ihr, das kann ich euch schwören. Vorher mache ich, höre ich gar nicht auf. Fast beim Ende werde ich wieder einschalten. Wie viele sind da vorne? Geh down. Gut. Gelegen. Jetzt ist plötzlich auf einfach gestellt, oder was? Okay, das nehme ich auch so an. Siehst du? Und wenn der sich jetzt umdreht und die Leiche sieht, geht er hin. Und ich kann ihn von hinten niedermetzeln. Ach, mit der Kutsche abhauen, ja, das geht auch. Hey! Das war jetzt gerade komisch. Hey, einfach hier raus. Wunderbar. Dann kommt jetzt nochmal, jetzt muss ich aber nochmal herstellen. Och Gott, wie mühsam ist denn das bitte? Jetzt nur noch gerade das Notwendigste. Wunderbar. Ey, geh runter, ab die Post. Oh yeah, so einfach wäre das gewesen, Leute. Geizig, Kumpel. Willst du mich verschaukeln? Das ist schon die dritte diese Woche. Ja klar, jetzt sind sie wieder hier. Ist, okay. Verflixt. Geh und sag's Lady O. Sag du es hier, ich brauch die Arbeit. Lady O ist nicht mehr am Leben. Immerhin haben wir beides abgeschlossen. Geht doch! Hä? Jack the Ripper? Wie immer. Will er jetzt sich Evie holen? Das möchte ich ja mal sehen, wie der das zustande bringen möchte. Wenn nicht, wenn ich Steuern da habe, dann bringe ich ihn um. Das ist, glaube ich, bei jedem Game so, aber ey. Yoda, sag mir mal, in bestimmten Fällen ja, aber dann ist es schon vorgescriptet, dass man verliert. Bei wie vielen Games kennt ihr, wo die Entscheidung noch während des Kampfes anders für den Gegner entscheiden sich könnte, so in einer Cutscene so eben, dass man zwei Entscheidungen hat, je nachdem wie man sich entschieden hat, ändert man sozusagen. Das wäre mal geil, aber ich würde sagen, damit war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Tüdelö.